Hallöchen, liebe Leute, auch auf YouTube. Herzlich willkommen zurück zu Vampire. Sind unterwegs in den Hafendistrikt. Wir wollen dort den Safe unseres Vaters öffnen. Wir haben das Geheimnis gelüftet, haben seine Briefchen gefunden im letzten Stream. Und jetzt geht's nochmal den ganzen, ganzen weiten Weg zurück in die Docks. Oh, hier ist wieder der Kampf. Das macht ja gar keinen Schaden mehr. Schaut mal, was ich mit meiner Keule für einen Schaden anrichte. Wow, mit einem Schlag weg. Mit einem Schlag aus dem Bild gehauen, den Jungen. Bam! Okay, meine Keule ist ein bisschen übertrieben inzwischen. Ihr könnt übrigens gerne im Chat, wo ihr jetzt gerade so aktiv seid, gerne ein paar Bosskämpfe bestreiten, um so euer Konto aufzubessern. Ich werde mal anfragen, ich habe wieder mega viele Spiele geschenkt bekommen die letzten Tage. Ich werde mal anfragen bei den Entwicklern, ob es nicht möglich wäre, da ich das, ich habe keine Zeit, das selber zu spielen alles. Ob ich das nicht an euch weiter verlosen darf. Ich weiß nicht, ob ich das darf, weil ich bin halt auf der Seite angemeldet und die Entwickler geben eigentlich mir das Spiel, damit ich das zeige. Und ich weiß jetzt nicht, ob die das so geil finden, wenn ich das dann an meine Zuschauer einfach weitergebe. Und das ist ja ein kostenloser Key und im Prinzip ja dann keine Werbung mehr für die, weil ihr werdet es ja wahrscheinlich nicht verletzplayen und deswegen weiß ich nicht, ob die das so geil finden oder ob ich das darf. Deswegen muss ich das mal nachfragen. Aber wenn ja, falls ich das darf, habe ich auf jeden Fall in nächster Zeit ziemlich, ziemlich viele Keys für euch. Von teilweise ganz lustigen Spielen. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeschaut in manche Titel. Das sind alles eher unbekannte Sachen. Aber für so ein bisschen für zwischendurch ist es eigentlich ganz nice. Ich komme gar nicht mehr zum Saugen mit meiner Waffe. Die ist einfach so stark, dass die Typen schon umfallen, bevor ich saugen kann. Genau, frag mal den Support, you say. Aber ich meine, ich hab's irgendwie im Kopf, dass ich da schon mal Beta-Key bekommen hätte. Aber eigentlich kann es nicht sein, weil ich habe, glaube ich, auf dem PC noch nie eine Beta gespielt. Oder doch? Hm. Also ich weiß, The Division habe ich ja nicht da geholt, da habe ich die Beta gespielt. Wobei mir bei Fallout, muss ich sagen, die Beta auch nicht so wichtig ist. Ich finde so, bei einem Multiplayer-Titel, da interessiert mich das. Bei einem Call of Duty oder so beispielsweise, wo ich ja vielleicht auch den nächsten Teil spielen möchte. Da interessiert mich das, weil ich da gerne mal in der Beta ausprobiere, ob das was für mich ist, ob das Gameplay mich überzeugt, aber bei Fallout weiß ich einfach, dass es geil wird. Und, oder was heißt, dass es geil wird, aber ich werde es so oder so spielen, egal ob es geil wird oder nicht, sagen wir es mal so. Und es wird geil, ich vertraue der Bethesda. Und weil jeder Fallout-Teil bis jetzt geil war. Und deswegen werde ich es so oder so spielen und dann eine Beta zu haben, ist für mich nicht so wichtig. Ich brauche das nicht. Ich brauche das eher so Multiplayer, bei Multiplayer-Spielen, wo ich halt sehen will, gerade bei Shootern, Multiplayer-Shootern, um zu sehen, ja, wie ist das Feedback von den Waffen? Komme ich damit klar? Ist das ein Spiel, was mir von der Geschwindigkeit her taugt? Macht mir das Spaß so, wie es ist? Und bei Fallout weiß ich es einfach, dass es mir Spaß machen wird. Deswegen alles easy. Kein Problem. Wie komme ich jetzt nochmal auf diese Brücke? Das war doch hier irgendwo. Genau, hier war dieser Eingang. Der Tresor meines Vaters. Wieso ist der Tresor meines Vaters eigentlich... Wieso hat der einen Tresor da, wo wir abgelegt haben? Als wir unser Studium begonnen haben oder irgendwie so war ja die Story. Wieso hat der da einen Tresor? Wieso ist der Tresor nicht bei uns im Anwesen? Ich glaube, die braucht eher Bethesda, die Beta, ob das von der technischen Seite läuft. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja, dafür ist die Beta ja auch. Also,
man ist als Spieler, das ist mir schon klar, Yusei, dass eine Beta ist ja nicht um uns den, das ist ja keine Demo. Eine Demo ist dafür da, dass man ausprobieren kann, ob das Spiel einem gefällt oder nicht. Aber trotzdem, die Beta ist wirklich, wie du gerade selber schon sagst, ist natürlich für die Entwickler, um zu sehen, gerade bei Multiplayer-Spielen, deswegen gibt es ja da auch so oft Betas und bei Singleplayer eigentlich eher weniger. Weil die halt sehen wollen, ob die Server stabil laufen und sowas, ne? Das ist ja immer die große Frage. Gerade Fallout bei dem Hype, Alter, da werden die Server, glaube ich, am ersten Tag sowas von tot sein. Oder Bethesda, toi toi toi. Die bringen stabile Server auf die Beine. Was so ungefähr die ersten Entwickler wären, die das schaffen, weil ich kann mich an kaum ein großes Spiel erinnern, was mit stabilen Servern gestartet ist. Obwohl Destiny ging. Destiny hatte auch seine Problemchen die ersten Tage, aber es war jetzt nicht so, dass es wirklich, wenn der Server lief, lief er sehr stabil und er hatte nur kurze Ausfälle, immer nur so ein paar Stunden, wo das teure Uhr. Toll. Das ist alles, was wir dafür bekommen, eine teure Uhr. Ich hatte jetzt wenigstens an ein lohnendes, ein Schriftstück oder sowas, was uns in der Story irgendwie so ein bisschen was erzählt, gehofft. So, wir haben aber noch weitere Nebenmissionen, die wir aber alle nicht machen können. Ich will aber auf jeden Fall die Leute hier noch heilen in diesem Bezirk hier. Die Nebenmission. Ich werde verrückt in diesem Menü. Ganz rechts sind die Nebenmissionen. Okay, das sollte ich mir vielleicht einfach alle mal merken. Hier müssen wir scheinbar noch ein Schriftstück finden, obwohl da 4 von 4 steht. Und die beiden können wir im Moment nicht machen, deswegen werde ich einfach mal die aus. Und werde mich aber jetzt darum kümmern, dass wir die Leute heilen. Hier zurück. Könnte so ein Fail-Start werden wie GTA Online. Da habe ich leider nichts von mitbekommen, ob das so schlecht war, aber GTA Online ist bestimmt nicht das einzige Beispiel. Also es gibt so viele Multiplayer-Titel, wo die Server so katastrophal laufen am Anfang, wo es teilweise Monate dauert, bis die Entwickler das mal hinbekommen. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist, einen funktionierenden Server zu stellen, weil, guck mal, die Leute sind ja nicht komplett dumm, gehe ich mal davon aus. So, als Spieleentwickler hast du ja eigentlich was auf dem Kasten. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Firmen, die die Server stellen, oder wer auch immer das einrichtet, dass die auch so, dass die so dumm sind und das nicht hinbekommen. Wenn der Entwickler sagt, ich brauche einen Server, der muss, weiß ich nicht, 50.000 Spieler zur selben Zeit packen, mach das mal bitte, bau mir da ein Netzwerk auf. Klar, das ist schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es echt schwer ist, sowas zu machen. Aber da gibt es ja, die Firmen sind ja auf sowas spezialisiert. Und wenn du auf etwas spezialisiert bist, sollte es eigentlich kein Hexenwerk sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein Hexenwerk. Und vor allen Dingen, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Entwickler so nach dem Motto sind, ach ja, ach, morgen kommt ja unser Spiel raus. Ja, dann sollten wir vielleicht mal die Server hochfahren. Und wie hoch? Das Spiel kauft auch jemand? Damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet, dass es mehr als 10 Leute kaufen, sondern auf einmal 1000 und dafür sind unsere Server ja gar nicht ausgelegt. Das verstehe ich dann irgendwie manchmal nicht. Das ist irgendwie dann selber so, als wären die überrascht davon, dass jemand das Spiel spielt. Muss man doch irgendwie ausgehen. Guten Abend, Rufus. Guten Abend, Mr. Reed. So, du wirst auf jeden Fall jetzt erstmal geheilt. Do you need help? I don't know what. Die Mutti war ja auch krank, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich widme mich dann mal wieder meiner Freundin. Viel Spaß noch. Ja, viel Spaß mit deiner Freundin. Übertreib's nicht. Habt ihr das Wochenende noch vor euch? Good evening, Mrs. Fish. Of course. Hebt euch noch ein bisschen was fürs Wochenende auf. Bei GTA Online laufen die Server heute noch nicht. So, ich bin in der Warteschlange beim Support. Ach so, das ist so ein Live-Support. Das ist ja geil. Ich dachte, das Good evening, wäre, Mrs. Fishburne. Doktor. Man Mrs. müsste so ein Fishburne. Ticket schreiben. Then. Frag mich, warum die Leute hier dauernd krank werden. Goodbye, Miss. Das ist nicht normal, dass ich mich. Ich gebe denen heute Medizin, leg mich schlafen, sind morgen gesund, leg mich am nächsten Tag wieder hin
Also einen Tag später. Martin Nightingale war der eine Typ. Tom Watts, wer war denn? Tom Watts war, glaube ich, das war der Barkeeper, ne? Sabrina Cavendish. Sind beide krank, ja. Die haben doch bestimmt irgendwas miteinander gehabt und haben sich gegenseitig angesteckt, oder? Live-Chat. Ich glaube, ich war, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich war da sogar auch schon mal in diesem Live-Chat. Ich weiß auch nicht, was ich da wusste, was ich da wissen wollte. Welcome. Bei ihm fehlt mir auch noch ein Hinweis. So, und du wirst auch wieder gesund. Ich muss mich auf jeden Fall um diesen Bezirk hier kümmern. Weil den Leuten geht's nicht gut. So, den Leuten geht's nicht gut, weil ich die Stütze gekillt habe. So, die erholen sich, die beiden erholen sich auch, der Rest ist gesund und dann haben wir hier noch Martin Nightingale. Das war, glaube ich, der Händler hier oben bei dieser Enid Gillingham. Und der war, glaube ich, bestimmt der hier. Je nach Gesundheitszustand im Bereich verlangen Händler für ihre Waren unterschiedliche Preise. Okay. Ich gehe mal davon aus, wenn der Gesundheitszustand schlecht ist, dass die Preise höher werden. Das würde zumindest mehr Sinn machen als andersrum. Weil er in einem Krankenbezirk logischerweise es auch schwieriger ist, Waren zu besorgen und die Nachfrage vielleicht auch höher ist. Je nachdem, was es sich handelt. Taschentücher zum Beispiel werden wahrscheinlich die Nachfrage sehr hoch sein. Bei den ganzen Erkälteten hier. Die Gegner, die sind alle überhaupt keine. Kann ich den nicht anspringen? Das kostet Blut, wenn ich den anspringe? Das wusste ich gar nicht. Mit dem Springen könnte ich immer machen. Ja, mit dem Blutsaugen, das ist natürlich jetzt sehr schwer. Weil ich die Gegner einfach so wegprügel, dass ich gar nicht mehr zum Saugen komme im Moment. Hier müsste dann auch dieser Martin Nightingale sein, oder? Raider? Genau. Good evening. So, du bekommst erstmal Medizin. Have you heard anything? I heard he had a scam of his own. Ah, er ist schon längst tot und sein Kult ist auch beseitigt. Gucken, ob er irgendwas Neues hat. Die Nieten könnte ich kaufen bei ihm. Die sind aber vielleicht wahrscheinlich recht teuer, weil der Bezirk, weil es dem nicht gut geht hier. Und gerade da wissen wir ja, wie Bethesda manchmal arbeitet. Erwarte ich ehrlich gesagt ein Spiel mit buggy Servern. Ist ja auch das erste Online-Spiel, das auf die Creation Engine basiert, soweit ich weiß. Ist es denn wieder diese Engine? Die alte Engine immer noch, die ja eigentlich schon eigentlich längst überholt gehört, oder? Ich kenne mich nicht so mit Engines aus, muss ich gestehen, aber irgendwie macht die Engine nicht so den geilsten Eindruck. Das ist die alte Engine. Ich meine, grafisch war ja Fallout 4 jetzt auch schon nicht so der Brüller und man kann natürlich immer noch viel rausholen aus einer Engine. Mal da oben fährt ein Zug. Jetzt, lass mich bei dir mal ein bisschen saugen. Auch bei ihm kann ich nicht saugen, er ist einfach vorher schon tot. Das könnte langfristig ein Problem werden. Oder ich muss doch wieder mit dem Flock spielen, Blut zu bekommen. Moment. Das ist schwierig. Mein Blutdurst. Schaut mal, die verlieren alle schneller ihre Lebensenergie als den Schock.
erste Version war für Skyrim, dann wurde sie bearbeitet für Fallout 4 und nun wurde sie nochmal bearbeitet für Fallout 76. Ach, Skyrim ist die gleiche Engine wie Fallout, das wusste ich auch nicht. Die machen einfach alle Spiele auf der gleichen Engine, auch wenn die ganz unterschiedlich sind, die Spiele. Das ist auch interessant. Weißt du, was du mir mal machen könntest, Yusei? Schreib mir mal Fallout 1 und 2 um, dass ich es auf der Switch spielen kann. Da hätte ich Bock drauf. Kriegst du doch bestimmt hin, oder? Gehen wir mal in den Escalon Club. Kannst angesammelten Schaden mithilfe deiner Autophagie-Fähigkeit durch den Genuss menschlichen Blutes oder durch Ausruhen heilen. Ja, kann ich nämlich eben nicht, weil ich nicht zum Aussaugen komme. Fallout 4 ist im Grunde nur ein Skyrim. Dabei sieht es gar nicht so aus wie Skyrim, finde ich. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Geil, dass die mich einladen, aber gar nicht kennen, gar nicht wissen, wie ich aussehe. Welcome und ich dann hier so begrüßt werde. Then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ah, schön, die haben hier... Das ist aber schön hier. Bin heraus, wo... Ach Gott, stelle dich dem Ascalon Club vor. Triff Lord Redgrave. Geil, dass sie hier... Ja. Wieso haben die denn hier einen Kampf gehabt im Club? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Stimmt. Reden wir erstmal mit ihm hier. Okay. Er will nicht mit mir reden. Wachen von Priven waren also hier und haben hier schon ihr Glück versucht. Scheint's hinten rauszugehen. Da geht's hin. Verschlossen. Oh, interessanter Schreibtisch. Was haben wir denn da? Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837, um das Andenken an meinen Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahren Beschützer von England, zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Okay, wer sich so nennen muss, ist es glaube ich nicht. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. Georg, der Schutzherr Englands, führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreiches zu verteidigen. Aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Okay, dann ist Lord Redgrave also der Gründer und er hat auf einem... Hat den Club gegründet. 1837 erst. Finde ich eigentlich recht spät. Ich dachte, der Club wäre schon älter. Ist ja eigentlich fast neumodisch für einen Vampir-Club. Dafür müsste man eigentlich nur die Switch hacken, damit PC-Software abgespielt werden kann. Ja. Wächst da sowas hin? Hat da voll Bock drauf. So ein bisschen beim Fernsehen. Diese, allein weil das dieses rundenbasierte Kampfsystem noch hat, was mega gut war. Das ist so genau das Richtige, um so auf der Couch so ein bisschen nebenher zu daddeln. Die Switch sind ja eigentlich einfache SD-Karten, ne? Wenn man da irgendwie das Spiel darüber überträgt und... Wahrscheinlich muss man aber so eine Art Jailbreak dann auf der Switch auch haben, dass sie diese Karten liest. Ich finde das mega schade, dass es nicht importiert wird. Good evening. We repel the
Die sehen auf jeden Fall alle sehr vampirisch auch aus hier in dem Club. So, der wirkt ein bisschen gebrechlich, der Typ. Lord Redgrave, der. My good friends, if I may have your attention. Nee, das ist er bestimmt. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Haben die den dann also auf mich gehetzt, oder? Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Ich dachte, der war so ein bisschen abtrünnig. Lord Redgrave, Earl of Bristol and Chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen soll, dass sie eine Freundin von mir ist. Ich kann den noch nicht einschätzen, diesen Lord Redgrave. Nachher hat er was gegen mich in der Hand und versucht mich mit ihr zu erpressen oder so. Ich sage einfach, ich bewundere sie. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? Imperium. I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ach, sind die etwa auch davon bedroht? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first... Nee, ich will es auf der Couch spielen, you say. So als auf Handheld, nicht auf dem Fernseher. Only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny. Kannst du denn was für die Switch empfehlen? Ich habe nur Zelda, Mario und halt jetzt Fallout Shelter. Was genau war die Frage? Ich sag einfach mal, diese Angelegenheit geht sie nichts an. Irgendwas über die Familie. It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Was? Ihm dienen? Ich bin doch kein Diener, Junge. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Der Ascalon Club reizt mich natürlich schon. So ein Elite-Vampir-Club? Warum nicht? I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ich soll doch auch einer deiner Diener werden, so wie ich das eben verstanden habe. Also so wie du über ihn redest, habe ich jetzt weniger Bock drauf, einer deiner Leute zu werden. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Was ist denn Mario Party? Mario Smash Brothers ist nicht so mein Fall. Noch nicht bekannt, ob wir Beta Keys bekommen. Okay, liegt es denn daran, dass wir bei dort bestellt haben, oder bekommt man allgemein keinen? Ist es allgemein nicht bekannt, ob man überhaupt einen Beta Key bekommt, wenn man vor Ort vorbestellt?
Klingt für mich so nach einer allgemeinen Aussage. Von wegen, wir halten uns erstmal bedeckt und geben nichts, versprechen nichts, weil allgemein vielleicht auch noch nicht bekannt ist, ob es überhaupt eine Beta gibt, richtig fest. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Okay. Okay, sehr cool. Danke dir für die Info. Wie gesagt, mir wäre es jetzt nicht so wichtig, aber da du so ein Da du ja richtig krass bist, kann ich es verstehen, wenn es dich nervt, wenn man jetzt keinen Key bekäme. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight to ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Wer ist denn William Marshall? William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Ist wahrscheinlich dann von den Wachen von Priven getötet worden, oder? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Ging ja aber fix mit dem Support. Also wie gesagt, ich bin MMOGA kann ich immer nur Werbung für machen, nicht nur, weil ich halt auch was davon hab, sondern ich bin mega begeistert von der Seite. Also ich habe immer die Keys direkt bekommen, wirklich auch schneller als diese 5 Minuten, wenn das stand 5 Minuten. Und die Keys funktionierten auch immer. Ich habe manchmal von Leuten gehört, die irgendwie gesagt haben, ja, nicht persönlich Zuschauer von mir, aber ich habe generell schon mal von Leuten gehört, die angeblich schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und irgendwie gesagt haben, sie haben Keys bekommen, die dann nicht funktionierten. Oder haben gar keinen Key bekommen. Der Support hatte sich ja noch nicht gemeldet. Habe ich noch nie gehabt. Und ich habe schon 100 Spiele oder so da gekauft. Also nie ein Problem gehabt. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Ich soll bestimmt irgendwas Widerliches tun, oder? Bestimmt irgendeinen Menschen aussaugen oder so. Dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Wer ist der gebrechliche Mann? Well, speak, Dr. Reed. Er fällt hier so ein bisschen aus der Reihe, weil er so gebrechlich ist und krank. Wirkt er irgendwie. Also alt halt. Gar nicht vampirmäßig. Will you serve and protect the crown as he did? Yes. I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Ah, kein deutscher Mitarbeiter. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Immerhin ging der Support schnell. Du hast ja jetzt höchstens 20 Minuten gewartet, oder? Weniger sogar, glaube ich. Aua, es tut doch weh. Doch furchtbar unhygienisch mit dieser Feder. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Doctor. Take your place among the bearers of the lance. One of us.